Und hier ist der Mann, der in China den berühmten Sack Reis umwirft. Und das ist kaum zu glauben. Hast du das Geschehen bisher ein bisschen verfolgt, Reinhard? Ja, das habe ich natürlich. Ja, Spaß gehabt? Sehr viel. Ja, wir auch. Eine schöne Sendung. Wir auch. Und das wird jetzt nicht abreißen, das geht jetzt genauso weiter. So, Reinhard, hier ist deine Geschichte. Heidi Witzka. Ja, Bernhard beginnt. Wir sind wieder bei Bernhard angelangt. Und der Ratehinweis lautet, bei der Peking-Ente hat's gefunkt. Bei der Peking-Ente hat's gefunkt. Peking. Hallo Reinhard. Suchen wir ein Ereignis? Ja. Hat dieses Ereignis mit Liebe zu tun? Nein. Es ist ein einmaliges Ereignis, das wir suchen. Ja. Hat das mit deinem Beruf zu tun? Nein. Mit deinem Hobby? Ja. Hat es etwas mit Essen zu tun? Nein. Hat es etwas mit China zu tun? Ja. Bei der Peking-Ente hat es gefunkt. Hat es etwas mit China, mit Feuerwerk zu tun? Nein. Hat es überhaupt etwas mit Feuer zu tun? Nein. Mit Strom? Ja. Hat es etwas mit chinesischem Strom zu tun? Im weitesten Nein. Sinne. Hat es mit einem China-Restaurant zu tun? Nein. Aber es hat zu tun mit Strom. Und es hat zu tun mit China. Waren Sie in China? Nein. Ist das Ereignis in Deutschland passiert? Ja. Sehr gut. Nochmal, um sicher zu gehen, dass was passiert ist, haben Sie angestrebt? Nein. Es ist Ihnen widerfahren und es war ein Unglück. Nein. Gefunkt gab es, steht das für Explosion? Nein. Bei Strom gab es einen Kurzschluss? Nein. Nein. Zum Glück nicht. Fand das, was wonach wir suchen, in einem Raum statt? Ja. Auch. Auch. Heißt, es fand gleichzeitig in einem Raum und draußen statt. Ja, so muss es ja denn sein. War bei der Geschichte jemand in Gefahr? Nein. Leib und Leben, nein. Würden Sie das wiederholen wollen? Ja. Weil es Ihnen Ehre eingebracht hat? Ja. Ah. Ah. Wir sind bei 400 Euro. Ja, ja, ja. Olympian. Genau. Stefanie ist dran. Hat es was mit Kultur zu tun? Die Beratungsrunde kommt gleich. Ach so. Entschuldigung. Hat es was mit Kultur zu tun? Nein. Wurde es im Fernsehen übertragen? Ja. Hat es was mit Sport zu tun? Nein. Okay. War es an einem bestimmten Feiertag? Nein. Haben wir das zufällig sehen können? Ja. Hat es was mit einem Schriftzug zu tun? Nein. Haben Sie es ausgelöst, indem Sie wo drauf gedrückt haben? Ja. Dann hat es etwas mit Licht zu tun? Im weitesten Sinne. Aber im allerweitesten. Mit Ton? Ja. Konnte man es hören? Musik? Kann man nicht hören. Kann man nicht hören. Konnte man nicht hören. Sehr gut im Sinne der Geschichte gedacht, gute Antwort. Ja. So, 600 Euro. Jörg? Es war Ihr Hobby? Ja. Gut. Sammeln Sie etwas? Nein. Hat es mit Feuer zu tun? Nein. Hat es mit Musik zu tun? Nein. Hat Ball schon gefragt? Ja, nun lasst mich mal. Ich komme aus der Tiefe des Raumes. Solange das Publikum nicht mitantwortet, bist du sicher. Sehr gut, ja. Hat es mit Essen zu tun? Nein. Hatten wir auch schon? Ja. Jetzt mit Trinken? Wo warst du, Nein. Jörg? Ich jetzt war ganz woanders eben. Publikum Gedanke. Fängt jetzt an warm. Ich habe Pi gelernt. Hat es mit Funken zu tun? Ja. Ah, Leute, guckt mal hier. Ja. Hier. So. So, da. Ja. Hier. Hallo. Mit Funken. Ja. So, hier. So. Säckchen stehen hier, 800 Euro. Er hat gefunkt. Der war der Erste, der es geschafft hat, von Deutschland bis nach China zu funken. So, und jetzt bist du dran.
Aber Funken nicht im Sinne von Feuerwerk. Nein. Ich bin bei den Chinesen. Die Chinesen waren doch jetzt im Weltraum. Genau, der hat da hochgefunkt. Und der war derjenige der aus Deutschland, der mit denen gefunkt hat. Ja. Sie haben mit der chinesischen Raumfähre, mit dem ersten Chinesen, der oben war, was auch immer da genau passiert ist, das sind Details, die wir ja niemals erfahren werden, haben Sie Funkkontakt aufgenommen. Ja. Sie haben mit einem Chinesen im All gefunkt. Nein. Aber es ist sehr nah dran, das müssen wir sagen. Ja, das müssen wir sagen. Die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Ja. Und wer hat nach Funken gefragt? Nein, Sie sind derjenige, der zu Hause sitzt und Funksprüche auffängt, sie dekodiert, sie, da Sie fließend Chinesisch sprechen. Bis eben war's gut. Sind Sie der und können auf diese Weise der Bundesregierung genau sagen, in welchem internen Klima die chinesische Raumkapsel atmosphärisch sich befindet? Da sage ich nein. Nein? Ja. Ach so, du hast gedacht, er ist eine Abhörstation. Ja, so, es gibt auch Hobbyfunker und Stefan. Vielleicht hat er diese Funksprache erfunden, aber da ist er noch zu jung, glaube ich. Ne? Die gibt es da schon ewig. Was denn? Das war ein Kompliment? Ja, das stimmt. Das war ein Kompliment, danke. Du sprichst vom Morse-Alphabet. Reinhard Mors wäre das. Oder er hat sich irgendwo gelandet in einer Funkstörung. Plötzlich war er irgendwo drin und hatte diverse Informationen, die er hätte gar nicht haben sollen. Nein? Nein. Hast du noch eine Idee, Jörg? Sie haben mit den Astronauten der Chinesen gefunkt. Das hast du schon gesagt. Taikonauten oder wie sie heißen. Nein, also wie gesagt, das war eine sehr gute Idee, aber es trifft es halt nicht im Detail. Und deswegen herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Reinhard Kühn aus Sörup ist Hobbyfunker. Und er ist mit seiner Riesenantenne, die spielt dabei die entscheidende Rolle, ist er Teil der chinesischen Mondmission. Ja, aber eben nicht in der Form, die Bernhard genannt hat. So ist es. Reinhard Kühn aus Sörup in Schleswig-Holstein kann Selfies machen wie jeder andere. Let me take a selfie. Aber er macht noch ganz andere Fotos, nämlich im All. Sein Garten ist die Bodenstation für eine geschichtsträchtige Erforschung des Universums. Ich bin seit 50 Jahren Funkamateur und mit meiner riesengroßen Antenne Teil der chinesischen Mondmission. Die Chinesen erforschen die Rückseite des Mondes für möglichen Gemüseanbau und nutzen den Funkschatten der Erde, um tief ins All hineinzuhorchen. Kaum zu glauben, dafür brauchen sie die Hilfe von Reinhard und seiner 14 Meter hohen Antenne Marke Eigenbau. Wenn in China der Mond untergegangen ist, brauchen sie auf der anderen Seite der Erde einen Partner. Das sind das Dwingeloo-Radioteleskop in Holland und ich. Mit seiner Mega-Antenne funkt Reinhard zur chinesischen Raumsonde und löst deren Kamera für dieses unglaubliche Foto aus. Er ist der einzige Amateurfunker weltweit, der das kann. Es kommt eben doch auf die Länge an. Als ich gefragt worden bin, ob ich mitmachen würde, war ich schon ein wenig geschmeichelt. Ich hatte damals aber nicht gedacht, wie zeitaufwendig das ist. Ich muss teilweise zu Tag- und Nachtzeiten verfügbar sein. Dann guckst du noch mal nach dem Kabel. Ist das noch fest oben? Ja, mach ich. Zusammen mit Freund Herbert hält Reinhard den Stahlriesen in Schuss. Die Fotos vom Mond mit Erde. Eine Sternstunde für die Hobbyfunker. Also früher, da haben wir nur so zum Spaß gefunkt. Aber dass er Reinhard jetzt mit den Chinesen zusammenarbeitet, das hätte ich nie gedacht. Geld bekommt Reinhard für seinen Einsatz nicht. Er sieht es als Freundschaftsdienst von Sörup direkt nach China und zum Mond und wieder zurück. Ich frage mich ja bei solchen Geschichten immer, wie kommt sowas zustande? Ja. Hat es da irgendwann mal an der Tür geschellt und dann standen da 5 Chinesen davor und haben gesagt, oh, haben Sie Lust? Das ist wäre eine schöne Geschichte, aber es ist ganz einfach, wenn man solch eine große Antenne hat, die schon von der Größenordnung her außergewöhnlich ist, dann gibt es Dinge, die man damit machen kann. Ich war einmal erfolgreich bei einer Satellitenrettung mit dabei und so hatten sich die Holländer, mit denen ich das gemacht hatte, daran erinnert, die Chinesen suchten damals eine Station,
die in dem Moment, wo der Mond dort untergegangen ist, von Europa aus weiter Signale senden kann. Und so bin ich in das Boot gekommen. Und jetzt ist es eine Kooperation zwischen China, dem Dwingeloo-Teleskop in Holland, Kameras ist es, und meiner Station. Ach, toll. Ja, so kann man zur Berühmtheit, Herr Lange. Ne? Lieber Reinhard, vielen Dank für den Besuch. Total spannende Geschichte und Glückwunsch zu 1.000 Euro. Vielen Dank. Dankeschön.